Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Und. Ups, vielleicht sollte ich mal Vollgas geben! Besser. Ich muss sagen, ich komme aktuell ziemlich langsam voran, weil ich noch viele andere Sachen nebenbei zu tun habe. Neben Kerbal Space Program zocken und so. Und weil ich. Einiges an Problemen mit der großen Frage, wie zum Teufel kriegst du einigermaßen viele Kerbals effizient nach Mendes oder ganz generell in den Weltraum und wieder zurück. Noch schlimmer ist ja wirklich die Sache, wie kriegt man am elegantesten, sagen wir mal, 16 Kerbals zurück auf die Oberfläche von Kerbin. Und das ist ein Gefährt, dass das tatsächlich kann, aber es hat eine ganze Weile gedauert, das Ding zu entwickeln. Und das sieht so ein bisschen seltsam aus. Also ich finde es ein bisschen seltsam, was da entstanden ist. Das ist wirklich eine Sache, die ich finde, fehlt noch irgendwie in KSP. So eine wirklich schöne, elegante Möglichkeit, elegante Bauteile, um Raketen zu bauen, die halt mal eben, keine Ahnung, 10 Leute oder so in den Orbit schaffen können und auch wieder zurück. Ja, also es gibt ja die... Ich könnte natürlich die Hitchhiker Storage Container benutzen, aber die fallen halt schon auseinander, wenn man sie nur schief anguckt. Und sind notorisch explosiv und explosionsgefährdet beim Wiedereintritt und bei Landungen. Einfach weil sie halt keine Aufprelle mit mehr als 6 Metern pro Sekunde Geschwindigkeit überstehen. Das ist echt eine Katastrophe. Das würde ich vielleicht nochmal auseinanderziehen. Und dann kommt natürlich erschwerend hier dazu, in diesem Let's Play, dass ich nicht mir natürlich um Supplies, also um Futter für die Kerbals Sorgen machen muss und dass ich Remote-Tech-Verbindungen beachten muss und so weiter und so fort. Das macht es alles ein bisschen schwieriger. Und... Ja, aber das Schlimmste, das Schwierigste fand ich halt wirklich, ein Fahrzeug zu konstruieren, das relativ aerodynamisch und mit möglichst wenig Masse viele Kerbals in den Orbit schafft. Dass ich dann halt auch wieder für die Rückkehr benutzen kann. Ja, also das ist das, was ich haben will. Ich will halt nicht, um Kerbals in den Orbit zu schaffen, will ich nicht zwei Missionen starten, nämlich eine mit einem Aufstiegsfahrzeug und eine mit einem Rückkehrfahrzeug. Ich will halt beides mit einem machen. Dieses Ding kann das, endlich. Hat eine ganze Weile gedauert und was habe ich benutzt? Ich habe das MK3 Passenger Module benutzt, das eigentlich eher so für mich ein Spaceplane Bauteil ist. Ich habe es jetzt einfach mal für... Achso. Triebwerk anmachen, wäre vielleicht keine dumme Idee. Ich habe es jetzt ein bisschen missbraucht, mehr oder weniger, für eine Rakete. Kann man natürlich alles machen in KSP, ist ja kein Ding. Na, kriegen wir einen Encounter? Okay, Encounter-Daten haben wir jetzt. Habe ich Action Groups festgelegt? Ja, ich war schlau genug, sehr schön. Und wir haben einige Clipping-Probleme. Okay, da müsste ich mich vielleicht nochmal ransetzen. Genau, das ist halt so die Sache. Ich müsste... Und diese Dinger zu testen dauert halt immer ewig, weil... Um halt zu gucken, ob das Ding es in den Orbit schafft und auch wieder landen kann, einigermaßen angenehm, muss ich halt einen kompletten Start machen, einmal rum Orbit machen, einmal halt einen Orbit um Kerbin machen und dann wieder versuchen zu landen. Das ist ziemlich aufwendig, ziemlich zeitaufwendig insbesondere. Nie so doll. Was wir hier machen, ist tatsächlich die Besatzung für unsere Minmus-Basis in den Orbit um Kerbin erstmal schaffen. Ich habe ja immer noch die zwei Jungs, die in der Training Station sitzen. Naja, mehr als genug Data V. Das Ding könnte sogar nach Minmus fliegen, so wie es aussieht. Vielleicht nicht mehr zurück, aber auf jeden Fall nach Minmus, wenn wir es schaffen. Was zum Teufel macht das SRS gerade? Also ein bisschen Overkill, aber ich dachte mir lieber ein bisschen mehr, um dann halt auch einen Orbit irgendwo hier draußen zu erreichen zu können, oder wenn mal irgendwas schief geht.
Lass ich mal mit dem Bordcomputer machen. Wo war ich? Genau, wir, ich nutze die beiden Jungs, die noch in der Training Station sitzen. Die kommen dann auch mit nach Minmis. Und insgesamt werden wir dann einen Piloten, einen Wissenschaftler und 4 Ingenieure auf Minmis erstmal haben. Erstmal werde ich womöglich noch ausbauen. Erstmal will ich aber gucken, ob die Nahrungsversorgung dann immer noch sichergestellt ist. Und ich denke, mehr Ingenieure werde ich erstmal nicht brauchen. Ich will ja erstmal diese, alles wirklich in Betrieb nehmen. Die nukleare Aufbereitungsanlage will ich halt in Betrieb nehmen, damit wir halt praktisch unbegrenzt Energie haben. Aber erstmal will ich gucken, ob ich genug Hydroponie-Anlagen habe, also ob ich genug Nahrung produzieren kann. Wahrscheinlich muss ich dann nochmal nachrüsten. Ich habe so die böse Ahnung, dass ich nicht genug Nahrung produzieren kann. Aber ich denke mal, ich werde hier genug Nahrung mitschicken bei der Reise nach Minmus, dass die da einige Wochen aushalten können. Und in der Zeit kann ich dann halt ein weiteres Modul hochschicken, das dann mehr Nahrung produzieren kann. So, wir nähern uns langsam unserem Brennzeitpunkt. Genau. Was dieses Teil hier heute auch nicht machen soll, ist bis nach Minmis fliegen. Das Ding soll tatsächlich nur bis zu 16. Also hier passen ja 16 Leute rein tatsächlich in ihrem Carefree Passenger Module, was ziemlich cool ist. Bis zu 16 Kerbals sollen halt in den Orbit um Kerbin befördert werden. Das ist das Ganze, was das Ding tun soll. Und das macht es ziemlich gut. Und das Geile ist halt an dieser MK3 Passenger Module ist, dass das Ding ziemlich widerstandsfähig gegen Hitze ist, weil es halt eigentlich ein Spaceplane-Modul ist. In Spaceplanes mit Hitzeschilden auszustatten, das ist in KSP im Prinzip weder ratsam noch sinnvoll. Oder, ja, nicht sehr einfach möglich und würde dann die Aerodynamik zerstören und alles Mögliche. Und hat auch irgendwie eine maximale Aufprallgeschwindigkeit von, keine Ahnung, 30 Meter pro Sekunde, also hält echt viel aus. Ist also wirklich gut geeignet für Wiedereintritte. Eines Problem, das mir gerade auffällt, ich habe wohl zu wenig SES eingepackt. Lassen wir mal das RCS helfen. Ich muss mal gucken, wie viel Monoprop ich habe. 300, okay. Habe ich... Naja, Kill Rotation ist eingeschaltet. Na, das kann ja natürlich nicht funktionieren. Achso, ich muss ja auf Retrograd drehen. Das Ding hat irgendwie bei voller Besetzung hat das, glaube ich, genügend Nahrungsvorräte für, keine Ahnung, 1-2 Tage. Also wirklich nicht besonders viel. Das ist echt wirklich die Mission, die als letztes vor dem Abflug, also die halt wirklich hochfliegt und mit was anderem docken soll. Dafür ist dieses Ding da, für nichts anderes. Bist dran vorbei. Ich sollte vielleicht die Geschwindigkeit zum Ziel hin ein bisschen beschleunigen. Aber naja. Immerhin funktioniert's. Damit bin ich schon sehr zufrieden. Wir haben hier unten noch ein Hitzeschild. Also ganz ohne Hitzeschild würde ich das Ding dann doch nicht in die Atmosphäre eintauchen lassen. Aber funktioniert wirklich ziemlich gut. Ein großes Problem, das ich halt immer hatte, auch ist, ausreichend viele Fallschirme anbringen. Ich nutze jetzt irgendwie keine Hilfsmods. Ich weiß, es gibt welche, mit denen man halt ausrechnen lassen kann, wie viele Fallschirme man wohl brauchen wird. Aber da habe ich halt einfach die hohe Kunst des Schätzens angewandt. Na komm schon. Ja.
Monopropellant kann ich hier, glaube ich, ordentlich verbrennen. Ja, ein besseres SAS-Modul sollte ich wahrscheinlich einbauen. Was das Schöne daran ist, dass dieses Ding auch noch viel Treibstoff hat, ist, dass ich halt dem Ziel, mit dem ich docke, womöglich halt ein bisschen Treibstoff transferieren kann. Das sollte helfen. Das bedeutet aber auch halt, diese Herangehensweise, die ich jetzt gerade habe, ist, dass ich halt noch ein weiteres Raumschiff hier hochschaffen muss. Eins, das halt extra dafür gebaut ist, zwischen Minmus und dem Kerbin Orbit zu pendeln. Ich habe da schon eine Idee. Ich schätze mal, ich werde da keine Kapazität von 16 Kerbals reinklatschen. Und eher sowas in der Größenordnung von 8 oder so. 2 Hitchhiker Storage Container würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. So, korrigiere ich jetzt einfach mit dem RCS noch ein bisschen den Kurs. Na, ganz so einfach. Und da soll dann halt auch noch ein bisschen Kapazität für Kerbal Attachment System, Bauteile, also wenn man irgendwas reparieren will, muss rein und was soll da noch rein. Da müssen natürlich genug Supplies für die mindestens 7-tägige Reise. Wahrscheinlich eher am besten doppelt so viel, falls ich einen schlechten Orbit erwische. Oder falls irgendwelche... Ja, mindestens doppelt so viel. Wahrscheinlich eher viermal so viel wie 7 Tage Vorräte für 8 Leute. Das wird eine ganze Ecke sein. Monopropellant muss natürlich auch rein, weil wir halt docken müssen. Das Ding sollte auch auf Minmus definitiv landen können. Nicht nur halt mit dem Fahrzeug im Minmus-Orbit docken, sondern auch direkt landen. Ich schätze mal, dass sie dafür einen Nuklearantrieb benutzen werden. Ich benutze irgendwie so viel Kernspaltungstechnik in letzter Zeit. So. Wir kommen ein bisschen schneller hier. Control from here. Ach ja, ich kann ja die LEDs hier auch anmachen. Ah, cool. So, das ist der große Dockingport. Ich glaube, hier ist noch ein kleiner irgendwo auf der Seite. Ansonsten habe ich ja noch das kryogenische Modul, das ich irgendwann mal da hochgeschafft habe. Ahnung, hohe CPU-Auslastung. What? Okay, OBS hat gerade gesagt, dass meine CPU stark ausgelastet ist. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich muss sagen, von dem 64-Bit-Support von KSP bin ich ziemlich beeindruckt. Also früher hätte das... Vielleicht lag es auch an meinem schwachen Rechner, aber früher hätten diese beiden Raumschiffe schon für ordentlich Lag gesorgt bei mir. Ich glaube, ich bremse etwas zu langsam. Oh. Na, geht doch. Set as Target. Docking Port Alignment Indicator. Und langsam seitwärts reinsliden. Passt es? Oh Mann. Ah! Nein. Oha. Verdammt knapp. Gedockt. Ah, cool, die blinken ja sogar. Ha, wie geil. Die blinken, wenn sie nah beieinander sind. Wenn sie jetzt noch aneinander ditchen würden, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Das passt gerade so. Hoi. Okay, nächstes Mal nehme ich mir den Docking-Port hier hinten. Das scheint mir ein bisschen sicherer.
Okay, gucken wir mal. Gedockt! Sehr schön. Und jetzt gucke ich mal. Wir bauen tatsächlich mit dieser Station immer noch Supplies auf. Also es kommen immer noch welche dazu. Ich muss mal kurz gucken. Nee. Nope. Production? Nee. Consumption? Balance? Resources? Okay, es geht aber... Es geht schon recht stetig nach oben. Das ist... USI... Also gibt es noch einige Fenster, die man aufmachen kann. Zum Beispiel diese relativ angenehme Übersicht über die Ressourcen. Mit deutlich genaueren Nachkommastellen. Kann ich jetzt ein bisschen besser abschätzen, die unsere Supplies zu nehmen. Ist erstaunlich. Okay. Die Station kann also so viele Kurbels unterstützen. Das ist schon mal sehr gut. Als nächstes wird dann... Das Transferraumschiff von Curran zu Minmus ja auch noch andocken und dann werden wir alle da reinparken und dann werden wir uns auf dem Weg nach Minmus endlich machen und all das tun, was wir tun wollen. Und da werden wir wieder, und zwar im Orbit über Curran. Man kann es extrem schlecht sehen, glaube ich, weil es mal wieder zappenduster ist, aber ich sollte mir wirklich wieder die Ambient Light Just a Mod holen. Es ist einfach zu dunkel hier. Mit unserem schönen Minmus Shuttle. Das Ding soll dann später Leute zwischen hier und Minmus transportieren. Und da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Sind sehr, sehr nah bei dieser Station geparkt. Und was ich als Idee hatte, war das Ding hier erstmal zum Stehen wiederbringen. Relativ zu unserem Ziel. Und dann dieses Teil hier. Das funktioniert sogar. Okay, wunderbar. Zu Deorbiten. Unsere Antriebsstufe. Das wollte ich sehr, sehr gerne machen. Wie macht er das wohl? Na gut. Einfach nur damit wir dem Kessler-Syndrom zuvorkommen. Einfach einmal Vollschub! Und tschüssi. Das Ding müsste jetzt zurück in die Atmosphäre fliegen und dann verglühen oder wahlweise halt auf Curran aufprallen. So, jetzt will ich das hier als Ziel setzen, will das hier als Control from here. Fish Stocking Port Alignment Indicator. Ein wahnsinnig langer Name für die wohl großartigste Mod, die es jemals gegeben hat und die es jemals geben wird. Interessanterweise haben wir gerade keinerlei Signal Delay, weil die Training Station jetzt tatsächlich als vorgelagertes Kontrollzentrum dient, weil das Ding tatsächlich halt einen ausreichend starken Computerkern hat und jetzt 6 Kurbels an Bord hat. Ja, genau 6 Kurbels. Das heißt, das Ding ist tatsächlich eine vorgelagerte Kommandostation. Ist mir aber auch erst gerade eben aufgefallen. Ist aber sehr, sehr nützlich. Definitiv. Wow. Schnell reingezoomt. So. Wieder ein bisschen Vorwärtsschub. Das ist deutlich einfacher kontrollierbar als das andere Teil. Und man kann es sehr, sehr schlecht sehen, aber das Ding hat halt LVN-Antriebe, also Nuklear-Raketenantriebe, die ich wegen ihrer Effizienz sehr liebe. Und in der Niedriggravitationsumgebung von Minmus sind sie trotzdem sehr, sehr nützlich. Und die Sonne geht auf! Perfekt! Man könnte meinen, ich hätte das irgendwie geplant, aber habe ich nicht. Ich bin einfach zu dämlich dazu. Und die Solarpaneele richten sich neu aus. Sehr schön. Das sieht doch mal schick aus. Sind perfekt auf Kurs. Ein bisschen müssen wir noch zur Seite sliden. Sollte aber langsam passieren. Ah, genug RCS-Power ist auf jeden Fall auch da. Sehr schön. Find mir immer besser, das Teil. Sehr gut. Und jetzt alle Mann an Bord. Kann ich dafür irgendwie... Ship-Manifest benutzen? Gut. Sieht nicht so aus. Schade. Oder?
Ja, doch, Transfer, Training Station. Richtig. Ich will alle Leute aus dem UKS Aeroponics Module. Genau, alle aus dem UKS Aeroponics Module in den einen Hitchhiker Storage Container. Was ein bisschen dauert, weil das eine ziemlich große Station ist. Ist ganz schön gewachsen, ne? Meine Güte. Dafür, dass es eigentlich nur so eine Zwischenstation sein sollte, an der ich einige Sachen ausprobieren wollte, ist das Ding wirklich groß geworden. So, und das gleiche nochmal hier. Ist ein bisschen doof, dass das jetzt so lange dauert. So, dann ist gleich das eine Modul voll. Dieses Transfermodul hat tatsächlich Platz für 8 Kerbals. Wir haben aber nur 6. Aber das ist ja nicht so schlimm. Denke ich mal. Hat genug Nahrungsvorräte für, ich glaube, knapp um die 40 Tage, wenn alle Mann an Bord sind. Und dann können wir jetzt eigentlich schon wieder abfliegen. Will ich noch irgendwas mitnehmen? Treibstoff ist voll, weil ich den gerade nicht verbraucht habe. RCS-Treibstoff. Habe ich ein bisschen verbraucht? Da könnte ich ein bisschen was mitnehmen. Wir haben hier noch ein paar Container, die ich nicht mehr brauche. Oh. Ja. Okay. Oh. Super. Jetzt ist das Ding wieder voll. Akkus müssten wahrscheinlich auch wieder voll sein. Ja, locker. Und dann können wir uns wieder auf den Weg machen. Diesen Antrieb sollte ich im Übrigen mal ausmachen, nicht dass ich ihn aus Versehen aktiviere und dann fliegt uns die ganze Station durch die Gegend. Obwohl sie relativ... Der Antrieb würde ziemlich genau durch die... durch das Massenzentrum durchgehen. Minimus Shuttle Pro... Ach, das ist Distant Object Enhancement. Ich habe mich gewundert, hä, das Ding ist 50 Kilometer weit weg und ich sehe trotzdem was davon? Das ist Distant Object Enhancement. Glaube ich, war das. Distant Object Enhancement, genau. Macht doch die schönen bunten Punkte für die ganzen Planeten. Die man wahrscheinlich auf YouTube katastrophal schlecht nur sehen kann, aber naja. So, und dann andocken wir. Alles wackelt kurz, weil, warum nicht? Schub auf Null. Triebwerke zünden. Und dann den Minimus-Transfer planen. Uiuiui. Ich habe übrigens hier einen Asteroiden plötzlich in meinem Kerbin-System. Das ist ja, der ist hier reingeflogen, zufällig. Habe überlegt, ob ich was damit mache. Ist ja auch gerade Asteroid Day vorbei. Wenn ihr nicht wisst, was Asteroid Day ist, googelt es einfach mal. Ist eigentlich eine ziemlich wichtige Sache. Ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich einfach so viel zu tun hatte. So, dann wäre hier das nächste Transferfenster in etwa. Minimus-Transferfenster, schätze ich. Einfach immer. Das mache ich mir keine große Mühe. Ich glaube, der optimale Winkel ist so ziemlich genau 90 Grad. Das Problem ist halt nur, dass man sowieso meistens einen Inclination Change machen muss. Genau so. Dann verhaut es einem sowieso wieder alles und dann. Ah, das sieht doch schon ziemlich gut aus. Focus View müsste es sein, ja. So, und dran denken, wir wollen nicht sofort landen, sondern wir müssen ja erstmal ein bisschen... Oh, hoffentlich habe ich da nicht was vergessen. Ich glaube, ich habe was vergessen. Verdammt. Es kann gut sein, dass ich schon etwas vergessen habe, nämlich Werkzeug. Ja, das kann sehr gut sein. Verdammt. Ja, was wir jetzt mal machen wollt, was ich erstmal machen muss eigentlich, ist ja das Minimus VAB. Obwohl, Werkzeug müsste eigentlich beim Minimus VAB mit dabei sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das Minimus VAB hat ja Probleme mit der Funkanlage. Die, habe ich ein bisschen verbockt. Und weil ich das Ding nicht nochmal losschicken wollte, lasse ich jetzt im Prinzip einfach eine Reparatur durchführen.
sieht sehr, sehr gut aus. Schön. Nope. Ah, ist nah genug dran. Passt schon. So, Note in 14 Minuten. Ja, Manöver ist da. Okay, das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nicht mit der Station kollidieren. Wäre jetzt ja noch schöner. So, planen wir mal das Execution. Was ich vergessen habe, ist Werkzeug für Kerbal Attachment System. Werde ich gleich mal überprüfen, nachdem wir das Transfermanöver gestartet haben. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ich schicke jetzt nicht noch eine Mission hier hoch, um Werkzeug zu liefern. Da werde ich mir wahrscheinlich was anderes überlegen. Was ich aber definitiv nach Minmus schicken werde noch, ist eine Treibstoffraffinerie. Denn das haben wir auch noch nicht. Dieses Transferschiff hat genug Treibstoff für einmal hin und zurück, mehr oder weniger. Also einmal von Kerbin nach Minmus und wieder zurück. Pi mal Daumen, vielleicht ein bisschen zu wenig, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, es müsste reichen. Hoffentlich schießen wir dran vorbei. An unserer Training Station. Das sieht verdammt knapp aus. Das sieht mir langsam zu knapp aus. Ich mach das nochmal ein bisschen sicherheitshalber, mache ich jetzt ein bisschen den Burn. Lass uns da vorbeischießen. Und das heißt, dass wir das Ding halt mit Treibstoff versorgen wollen. Und da wir ja schon eine Minmus-Station haben, dachte ich mir, hey, bauen wir da einfach ein bisschen Treibstoff ab. Können wir ja machen. So. Eine Kollision mit dem Ding würde ich definitiv vermeiden. Es wäre schon irgendwie lustig geworden, aber nee, lass mal. Lecker Tee. Genau. Aber Treibstoff bauen wir halt noch nicht. Also wir bauen ja nicht Treibstoff ab, sondern wir würden dann ja Erz abbauen und das zu Treibstoff verarbeiten. Holla. Laut. Ja, dieses Transfermanöver wird eine ganze Weile dauern, einfach weil wir halt nur diese relativ schwachen Nuklearantriebe haben, die hervorragende Delta-V-Werte liefern, weil sie halt einen extrem hohen spezifischen Impuls haben. Das Problem ist nur, der Schub ist popelig. Moment, wo haben wir hier? Wir haben eine Beschleunigung von 4,17 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist ein halbes G. Pi mal Daumen, es sind 0,4 G. Okay. Das ist ziemlich wenig. Also die Kerbals an Bord, die merken jetzt, die fühlen sich tatsächlich leichter, als wenn sie auf der Oberfläche von Kerbin stehen würden. Und das, obwohl sie halt unter Beschleunigung durch einen Raketenantrieb stehen. Aber auf lange Zeit werden wir so wahrscheinlich Treibstoff sparen, denke ich. Sache ist nur, die mit den Nuklearantrieben, die verdammt laut sind, ist, dass sie ziemlich heiß werden und man deswegen aufpassen muss, dass man nicht das eigene Raumschiff überhitzt. Aber ich denke, mit einer Brennzeit von 2 Minuten sollten wir eigentlich keine Probleme bekommen. Und wenn wir jetzt ein bisschen natürlich unseren Treibstoff verbrennen, wird unsere Beschleunigung natürlich höher, einfach weil wir weniger Masse haben und deswegen die Trägheit weniger ein Problem ist. Ja. Ich könnte jetzt den Fizz Warp, also den physikalischen Time Warp anschalten, aber da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Der ist mir nicht geheuer. Da passiert so viel crazy shit. Also, es passiert ja in Kerbal Space Program sowieso schon viel crazy shit, aber das, ja. Erstmal will ich aber gleich gucken, ob wir Werkzeug bei der Minmus VAB haben. Da bin ich mir einfach nicht sicher. Wenn nicht,
Können wir die Minmus VAB immer noch nicht landen, weil ich erstmal Werkzeug nach Minmus schaffen muss. Aber ich denke, ich glaube, ich habe tatsächlich extra einen Container mit Werkzeug dahin gepackt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mindestens das zweite Manöver. Ist dann erst in 10 Minuten. Okay. Boah, ey, dauert das. Ja, langsam wird es, werden die Bauteile hier warm. Aber geht alles noch. Und gleich kann das Raumschiff sich ja abkühlen. Sehr schön. Auf den Meter pro Sekunde, genau. Sehr, sehr gut. Was ich jetzt mal kurz machen will, ist mir sicherheitshalber noch einen Körper-Alarm-Clock-Alarm erstellen. Und dann jetzt mal bei der... Ich könnte ja mal... Wo ist ein Haystack? Das ist Haystack, ne? Damit ich jetzt nicht ewig lange suchen muss. Kann ich auch alles außer den Dingern? Genau. Das ist Haystack. Im Prinzip einfach nur ein kleines User-Interface, falls man irgendwie 50.000 Missionen gleichzeitig hat, dass man da schneller zwischen den Fahrzeugen hin und her wechseln kann. Ist das wirklich alles? Also, sieht so klein aus, das Teil. Und das ist mal wieder zappenduster hier. Es ist mir zu dunkel hier. Geht bald die Sonne auf. Nee, wir sind gerade hinter dem Ding verschwunden. Hinter dem Ding. Hinter Minmus. Mist, ich sehe kein Kerbal Inventory System. Oh doch, hier. Okay, super. Kann ich da reingucken, was da drin ist? Nein, weil ich dazu eine Funkverwendung brauche. Ah! Ich würde kotzen. Reisen wir in weniger als 5 Minuten um Minmus? Okay, nein, tun wir nicht. Okay, das werde ich dann auf Kamera mir angucken, genauer. Und dann werde ich mich nächste Folge wieder melden, damit wie genau ich diese Reparatur jetzt durchziehen muss. Bis dahin würde ich mich aber erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir endlich Körbe tatsächlich bei der Minmus-Station absetzen. Ist gerade so ein bisschen langsam, ich weiß. Aber es liegt zum Teil wirklich daran, dass ich momentan bei der Entwicklung der Modelle, also der neuen Raketen, echt ewig brauche und nur begrenzt viel Zeit habe. Bleibt dran, bald wird's deutlich spannender, denke ich. Bis dann.